natürlich. Aber wie kommen wir denn da rein? Wie kommen wir denn da durch die Tür? Ah, so. Plasma-Analysator. Alles klar. Ey, wir haben so viele neue Artefakte. Plasma-Analysator. Da. Nee. Eine neue DNA haben wir. Plus 30. Nee, nee. Die nutzen wir nicht. Ab durch die Tür. New kid, thank God! You've got to stop him, he's out of his mind! Cartman, you fucking asshole, what are you doing? Connor brought me here, human cat. The sick son of a bitch. You shut up, Coon. Soon this town will be rid of you and all the Coon friends. We're freedom pals, fat ass. We know what you're doing, Eric. Putting cat urine into people's drugs and alcohol to make them crazy. We want to know why. Yeah, why, you sick piece of... Do I really have to spell it out, Coon? This city is sick. We both know it. There's only one time of year when this town is the way it should be. On Christmas. So I joined the Chamber of Commerce and used them to unleash my master plan. Escalate crime in the city, blame crime on mayor, run for mayor, get tons of followers, clone new kid into genetic mutant, win election, make everyday Christmas. What do you think? Pretty sweet plan, right? Der hat mich geklont. Quick, take a selfie. It's almost a shame that no one will ever know how perfectly my plan worked. Dude, you've gone too far this time. Nobody's gonna let you be mayor. Oh no? I've got all the new kids' followers. Every last one of them is now following me. Geez, that was smart. Eric, I know that Christmas every day sounds like fun, but it really wouldn't be. Fuck you, Dr. Timothy. If you guys don't mind, I've got an election to win. God damn it! Well, there goes the main CPU. Darn it, why did I put that thing on a mobilized trap door? Why wouldn't you? I'm afraid now someone will have to go clear to the ground level and call for the tour tram from there. All right, fine. Hurry up, new kid, we gotta get out of here. Yeah, new kid, stop wasting time. Warum müssen wir eigentlich immer gehen? Ich dachte, wir sind ein Team. Do you think if we called it Coon and Freedom House, none of this would be happening? It's okay, Mosquito. We're not going to die in here. Wow. We will survive. Ich dachte halt einfach, wir sind ein Team und was ist. Oh, von der Arsch, du machst das schon. Ja, ja, mach mal, ja. Okay. Ja, dann geht's weiter. Dead for the City, sie will ich, ich sag mal am Hi von dir. Zack, auf geht's. Weiter, weiter. Wir kämpfen uns immer weiter durch. Und. Und Feuer frei. Nice. Oh Mann. So, Nukleus-Anzug und Nukleus-Maske. So, von der Seite hier. Ja, alles klar. Unten müssen wir nämlich gleich einen Keil nutzen, um darüber zu kommen. So, feiner Lakai. Und du wirst wieder weggeschossen. Fist Take. Alles klar. Und auch hier geht's los. Der Furzkurs am Start. Nice. Mein ganzes Outfit stinkt. Ja, du wolltest mir doch helfen. So, dann geht's weiter. Und first try, das ist gut. Dann brauchen wir hier jetzt noch einmal unseren guten Captain Diabetes. I'm the world's strongest.
Das ist mir, ich finde es ja mega cool, muss man mal sagen. Finde ich mega cool. Ich glaube aber auch diesen Tag-Nacht-Furz, den werden wir nicht oft verwenden. Das ist ein Zeitfurz. Snacks. Arschschleim. Wir kaufen mal ein paar, mal den Kleber. Ich guck mal ganz kurz. Crafting. Da Burritos. So, kriegen wir auch mal zwei. Die sollten wir, eine kleine Menge. Warte, die heilen mehr. Okay, ja, dann stellen wir davon noch welche her, oder? Ich meine, ist ja nicht so, als hätten wir irgendwie schon ziemlich viele, aber... Können wir mal gucken. Die mutierten Tiere. Oh, die Fische. Oh, die tun mir voll leid. Was? Was? Looks like you've run into mutant sixth graders. Oh, and they look hungry. Don't get eaten. Ja, lasst euch nicht fressen. Nix da. Könnt ihr vergessen. Was? Be careful of the grates. I've designed them to be removable in case anything wanted to attack people from below. Okay. Dann. God, I hate you for these so bad. Na, did somebody ping me? Denn werden wir mal sehen. Wir müssen mal jetzt aufpassen ein bisschen, das ist ganz klar. So. Mysterion. Und jetzt klatscht das. Nice. Ja. Wenn wir das schon mal machen können, dann machen wir das auch. Dann ist einer schon mal weg. Jetzt holen wir uns erstmal unseren Doppelgänger. Was war das denn? Was war das denn jetzt? Wow. Das war doch ein Sack gewesen. Wow. Ich konnte ja nicht mal den Angriff da noch abblocken. Weil halt einfach nichts mehr ging gerade. Ja, dann mach. Ja. Nice. Da, das konnte ich ja nicht mal machen. Ich denke mal. Ja, das war's dann auch mit ihm. Okay, vielleicht auch noch nicht. So, jetzt war's das aber mit ihm. Oh wow, ich bin gerade ein bisschen. Das war noch mehr. Noch mehr, okay. Ja, das heißt, der Kampf geht halt komplett auf Zeit. So. Sack! Verdammt nochmal!
verdammte Scheiße. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist halt einfach verdammte Scheiße. So. Ja, jetzt sind... Gut. Gut, gut, gut. Jetzt sind die Gegner dran. Können wir abblocken, das passt schon. Jetzt feuert er auch noch. Ach, er kann zielen, Projektile. Ja, ja. Danke, 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 danke für nichts. So. Jetzt kriegt er erstmal ein bisschen Feuer ab. Und sie auch. Jetzt muss ich natürlich noch mehr. Machen wir das so. Dann machen wir das so. Dann geht es nicht anders. Wow. Jetzt werden wir zum Geist. Wenn der Kampf halt noch länger geht, interessiert mich natürlich, was passiert, wenn Mysterion ein Geist ist. Also was wir dann für Fähigkeiten haben. Das könnte halt ganz interessant werden. Das lassen wir jetzt einfach mal laufen. Du Sack. Du bist ein Arsch, ne? Spiel, leck mich doch. Leck mich doch, Spiel. Dann willst du es nicht. Dann willst du es nicht. Dann willst du es nicht. Ganz einfach. Dann ist das so. War es das jetzt oder kommt noch eine Ladung? Nein, das war's. Gespaltenes Erbstück, ein legendäres Artefakt, DNS-Strang, tobende Hormone, Genverschmelzer und 8 Dollar. Ja. Gucken wir mal eben. Was bringst du mir denn? Verfehlte kritische Trefferchancen haben, von 50% erfolgreich zu sein. Ach. Ja, nee, nee, nee. Obwohl. Ah, nee, damit laufen wir doch mehr. Nee, 100% mehr Gesundheit durch Heil-Items. Nee, behalten wir das. Und jetzt gucken wir mal eben. Das war falsch. Ich wollte den DNS-Strang überprüfen, den wir gerade erhalten haben. Nee. Nein. Dann hat sich das schon mal geklärt. Das sind unsere Eltern. Ja. Ja, die mich unter den Drogen setzen. Die soll ich jetzt retten. Stand by. Erwarte Organprobe. Hä? Okay, kommen wir dann erstmal. Also er will uns klonen. Taktisches Genie. Er will uns klonen auf jeden Fall. Das ist schon mal heftig. Oh. Ah, krass, nein. Sixth graders came out of nowhere. Alter, krass. Sie wollen deinen Vater was? I'm sorry, sweetheart, but you have to finish the job. The only way out of here is to kill Daddy. I heard that. What the hell is wrong with you? Can I have a conversation with our child without being criticized? Was? Oh, you're the victim again, huh? Like you don't deconstruct everything I say. Okay, Mr. Never Wrong in His Life. Go do it, sweetie. Go cut off Daddy's head. Hurry. Das ist kein... Nein! Nein! What'd she say? Did she say how nothing is her fault, like usual?
knew something like this would happen, and it's why I've told your mother to keep her fucking mouth shut! Fuck you! I told you if our child's powers were discovered, they'd try to harvest our DNA and make a genetic clone! You did fucking not! Listen, kiddo. The CPU is waiting for either of our DNA. Just trick your mom into walking over to it. Don't make our child choose sides! That's so unfair! I'm trapped inside of a tube thingy! My legs are broken and my arm is almost ripped off! I could bleed to death if I move! You hear that? Go get mommy's arm. That should do it. Was fordere? Alter. Ja, wem soll ich jetzt nehmen, Mann? Das ist, Alter, ist das unfair. No! No, kiddo! Dad operates the laser! Stop! You're gonna kill Daddy! Oh, Mann. Oh wow. If you take my arm, it will kill me. Please, don't kill mommy. Hey, du hast doch dann noch einen Arm, ey, aber lieber einen Arm haben, als den Kopf zu verlieren. Okay, okay. Wait. Is this about the medicine I put in your food? We only did it to protect you. Your dad knew it had side effects. Go ask him. Go ask your dad about the side effects. Alter, was ist denn da los? Oh, hey, sport. Did you kill your mommy? I know it's rough, kiddo, but you gotta pull mom's arm off if we're gonna get out of here. She got mauled pretty so bad. Ein Arsch, ey. A strong kid like you could probably just pop it off. So ein Arsch, ey. Don't have you confused. She's the problem. Go kill her. I've done nothing but love you. This is your last chance. Don't hit that last button. Wait. Before you do this. Oh my Güte, Alter. Go ask your mom about what she's been putting in your food. Trust me. Just go ask her. You'll want to know this. Ja, Tabletten. Das hat sie mir erzählt. Soll ich das machen? Mann, wem soll ich... Oh Gott! Das sind Arschlöcher, ich würde am liebsten... Mann, Leute, mir fällt die Entscheidung gerade so schwer. Sie säuft, er nimmt Drogen. Komm. Ja, dann ist das so. Dann ist das so. Komm. Oh wow. You did the right thing, sweetheart. Now get out of here and go get help. Wow. So, DNA. Wow, voll krass. Was können wir jetzt mit Mutti machen? Wow, gar nichts, okay. Das ist eskaliert gerade halt ziemlich krass. Wow. Extremes Gegengriff, maximales Wiederbelebungsserum. $10. Was? Ja, komm. Somebody get me out of here. Help! Hey, you're that stupid little Forthy. Get me out of here. Was? I said, get me out of here, twerp. You're trying to get me more butts. When I tell you to do something, you better do it, Forthy. Was? Ah! What the hell, bro? I got another butt now. Ja. Noch mehr Ärsche.
Ja, komm. Das wär's Geld wert. Die Mädels wollen mich sonst nicht mehr. Das, was ich tue, hast du dir selbst zuzuschreiben. No! My dance moves! How will I do dance moves with all these butts? Was zur Hölle, ey? Das ist doch strange. Was? Okay. Macht er jetzt gar nichts mehr, oder was? Mann, das ist ja schade. Ich hab gedacht, da passiert jetzt noch mal irgendwas. Aber anscheinend nicht. Ach Mann. Das ist ja doof. Ich hätte gedacht, da passiert jetzt noch irgendwas Interessantes. Dass wir vielleicht irgendwie ein Achievement kriegen oder sowas. Das wäre ziemlich cool. Aber anscheinend nicht. Er bekommt jetzt nur noch den Arsch versohlt. Einen seiner Ärsche. Ja, muss man wahrscheinlich bestimmte Menge an Geld ausgeben oder sowas. Das machen wir jetzt mal nicht.